wir denn da? Romanes, Eon, Domus? Menschen genannt Romanes gehen das Haus? Es soll heißen, Römer geht nach Haus. Heißt es aber nicht. Was ist lateinisch für Römer? Na komm schon, komm schon. Ah, Romanus. Deklinieren. Anus? Vokativ Plural von Anus ist? Anni? Ro-ma-ni. Eond. Was heißt Eond? Geh. Konjugiere das Verb gehen. Eo is it, imus itis eond. Also ist eond? Dritte Person Plural, Präsens Indikativ, sie gehen. Aber Römer geht nach Hause ist ein Befehl, also musst du was gebrauchen? Den Imperativ. Der lautet? Wie viel Römer? Plural, ite, ite. Ite. Thomas. Nominativ? Geht nach Hause, das ist eine Bewegung auf etwas zu, nicht wahr, Junge? Dativ, Herr. Oh nein, 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 nein. Akkusativ, Akkusativ. Domus, Herr, Domus. Nur fordert Domus den? Den Lokativ, den Lokativ. Welcher lautet? Domum. 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 Hast du verstanden? Ja, Herr. Du schreibst das jetzt 100 Mal. Ja, Herr, vielen Dank, Herr Heilcäsar. Heilcäsar, wenn du bis Sonnenaufgang nicht fertig bist, dann schneide ich dir die Eier ab. Oh, danke, Herr. Danke sehr, Herr Heilcäsar und alles andere. Fertig! Gut. Und ich rate dir, du musst nie wieder